KNX ist ein Bussystem zur Gebäudeautomation, das von der einfachen Automatisierung im Eigenheim bis hin zur Steuerung gesamter Gebäudekomplexe alle Möglichkeiten bietet. Dem offenen Standard haben sich mittlerweile mehr als 300 Hersteller angeschlossen. KNX bietet dadurch eine hohe Funktions- und Gerätevielfalt. Heute stelle ich Ihnen die BEG KNX Präsenzmelder vor. Unsere KNX Präsenzmelder der Generation 6 gibt es in drei Funktionsvarianten. Die Basic-Variante als kostengünstige Lösung für einfache Anforderungen, die Standard-Variante als umfangreiche Lösung für gängige Anforderungen und die Deluxe-Variante als Premium-Lösung für anspruchsvolle Anforderungen. Die kostengünstige Basis-Variante ist für wenig genutzte Räume gedacht, die früher nicht in das KNX-System integriert wurden, wie zum Beispiel Sozial- und Technikräume. Diese Melder können ausschließlich schalten und haben einen lichtabhängigen Schaltkanal sowie einen HKL-Kanal, der auch lichtabhängig verwendet werden kann. Die Standardvariante deckt alle gängigen Anforderungen ab und ist bestens geeignet für Büros, Flure oder auch für Industrieanwendungen, Schulen oder Tiefgaragen. Besondere Funktionen der KNX-ST-Variante sind je nach Modell eine verbesserte Lichtmessung durch innen- und außenliegenden Lichtfühler, die Möglichkeit, im Regel- und Schaltbetrieb Offset-Werte zu nutzen, die intelligente Selbstanpassung der Nachlaufzeit sowie eine Kurzpräsenzfunktion. Die Möglichkeit, jeden Sensor einzeln anzusteuern und somit eine Richtungserkennung zu realisieren. Sowie eine Sicherung durch einen PIN-Code. Unsere Melder der ST-Variante verfügen über ein Licht, einen Slave und drei HKL-Ausgänge, die im präsenzunabhängigen Regelbetrieb, Vollautomatik oder Halbautomatik eingesetzt werden können. Beim Außenbewegungsmelder RC Plus Next N können alle drei Sensoren einzeln justiert oder ausgeschaltet werden. Die LED im Unterkriechschutz kann in allen RGB-Farben leuchten und beispielsweise zur Beleuchtung der Hausnummer verwendet werden. Alle Melder der DX-Variante haben einen integrierten Temperatursensor, über den die Umgebungstemperatur in das KNX-System geholt werden kann. Dieser kann dann beispielsweise zur Steuerung von Klima- oder Heizungssystemen verwendet werden. Der PD2N, PD4N, PD11 und der Wandpräsenzmelder INDE 180 haben zusätzlich einen Akustiksensor, der über Geräusche die Nachlaufzeit verlängern kann oder die Beleuchtung wieder einschaltet. Für große Höhen wie zum Beispiel Lagerhallen haben wir den PD9GH für eine Montagehöhe bis 10 Meter und den PD4GH für eine Montagehöhe bis 16 Meter. Dieser hat einen Teleskoplichtfühler, mit dem man auch in dieser Höhe verlässlich die Helligkeit messen kann. Speziell für Korridore wurde der PD4 Korridor entwickelt. Sein ovaler Erfassungsbereich deckt lange Flure ab. Unsere PD2 und PD4 KNX-Melder gibt es als Deckeneinbau- und Unterputzversion. Die geringe Einbautiefe erleichtert die Installation insbesondere bei abgehängten Decken. Zusätzlich bieten wir für unsere Unterputzmodelle einen Sockel an, durch den diese zur Aufputzversion mit IP54 werden. So decken wir alle Montagevarianten ab. Zu guter Letzt der Wandpräsenzmelder INDE 140L. Er ist Präsenzmelder, Taster und Downlight für Nacht- und Orientierungslicht in einem. Für die Parametrierung der KNX-Melder von BEG kann die ETS ab Version 4 genutzt werden. Die Produktdatenbank sowie die Applikationsbeschreibung finden Sie auf unserer Website. Die Melder der ST- und DX-Variante sind außerdem fernbedienbar. Dafür kann entweder ein Smartphone mit der BEG-App und einem Infrarotadapter genutzt werden oder die konventionelle BEG-Fernbedienung. Eine weitere Möglichkeit ist der Bluetooth-Infrarotadapter. Dieser ist mit dem Smartphone über Bluetooth verbunden und kann zusätzlich als Luxmeter genutzt werden, um den Reflexionsfaktor exakt einzustellen. Das war nur ein kurzer Überblick über die Highlights unserer KNX-Präsenzmelder der Generation 6. Einen Gesamtüberblick finden Sie auf unserer Website.